So, einen wunderschönen guten Abend, Simrace.TV und zu den 24 Stunden de la Sarthe 2016, beziehungsweise dem Vorspiel dazu, dem letzten Testrennen. Und ein Vorspiel macht ja meistens mehr Spaß, wenn man zu zweit ist, deswegen neben mir heute Abend Jörg Vogel. Guten Abend, Jörg. Hallo, Max. Ja, wir beide, wir gucken uns das Spektakel jetzt hier mal noch ein bisschen an. Wir müssen uns an der Stelle schon mal dafür entschuldigen, dass wir ein bisschen spät dran sind heute Abend. Aber anscheinend wird unser Stream-PC gerade ein bisschen überfordert. Ich hoffe mal, und der Jörg auch, dass das jetzt hier noch für knapp 2 Stunden hält. Und wir uns dieses Spektakel hier so ein bisschen anschauen können. Ja, der aufmerksame Zuschauer wird schon gemerkt haben, es regnet in Le Mans. Ja, also zumindest hier auf dem Server. Und ja, ist natürlich schon mal wieder eine kleine zusätzliche Herausforderung für die Jungs hier auf dem Server, Jörg. Ja, klar, gut, es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Es bildet sich langsam mal eine etwas trockenere Spur. Aber klar, der Regen ist immer eine spezielle Herausforderung. Gerade mit den LMPs, wo ich auch fahre, ist es, ja, vor allem wenn man dann von 340 mal runterbremst, ganz, ganz schwierig, da den richtigen Bremspunkt zu treffen. Und man hat schon gesehen eben, also es gab ziemlich viele Fehler. Aber die Jungs, mittlerweile machen sie es doch ganz gut. Ja, jetzt haben wir hier gerade mal so ein bisschen wild ins GT-Feld geschaltet. Da im Moment ein paar schöne Zweikämpfe im Gange. Wir müssen dazu sagen, jetzt gerade aktuell haben wir auch kein Live-Timing zur Verfügung. Also wir müssen uns ein bisschen darauf verlassen, was wir hier gerade bei uns im Bild haben. Deswegen sei uns mal verziehen, wenn wir heute Abend nicht alles mitbekommen. Aber wie wir hier gerade sehen, ich glaube Simracing for Holland ist da jetzt gerade an Witchwood vorbeigegangen. Auf der, in der Bremszone hier zu Mulsanne hin. Ja, ich denke mal, ich weiß gar nicht, gibt es schon Wetterberichte fürs Wochenende? Weiß man da schon genaueres, was uns da erwarten kann am Renntag, Samstag und Sonntag? Ich habe gerade mal reingeschaut. Für den Samstagabend haben wir so 20% Regen, ansonsten haben wir da weitaus weniger. Ja, für Sonntagmittag ist dann auch nochmal so für 2 Uhr 20%, aber das ändert sich so schnell, man kann sich da nicht drauf vorbereiten. Also da muss man, oh, da geht jemand ein bisschen weit, das war glaube ich Witchwood. Jawohl, Bremspunkt verpasst. Ja. Ja, aber man geht da nicht drauf. Also, na, im Rennen schauen wir drauf, ganz klar, aber jetzt die Vorbereitung des Setup wird eigentlich zu 100% im Trockenen entwickelt. Dann wird geschaut, liegt's gut im Nassen, kann man damit fahren, wenn ja, ist es okay, und dann war es das auch. Und dann, meine, es hat die ganze Zeit ziemlich viel geregnet. Da hat man mehr als genug Training gehabt im Regen, von daher, ja. Aber das Setup wird nicht auf Regen abgestimmt. Ja, wir hatten gerade gesagt, das ist heute Abend der letzte Test vor dem Hauptevent. Am Freitagabend geht es ja schon los mit der Qualifikation. Ja, müsst ihr euch schon mal ganz dick irgendwo hinschreiben. Ich glaube auch ab 20 Uhr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Für 3 Stunden dann quasi die schnellste Runde, die geht. Damit stellen wir dann die Startaufstellung für Samstagnachmittag fest. Ja. Ich weiß gar nicht, bei euch im Team, gibt es da einen speziellen Fahrer, der sich dann für die Quali einschießt oder muss da jeder mal dran oder läuft das so bei euch? Ich werde ich fahren. Ja, ist ein bisschen ganz blöd gelaufen jetzt bei uns im Team. Jaro ist sind die Schaltwippen kaputt gegangen am Lenkrad letzten Sonntag. Der muss jetzt erstmal ein neues Lenkrad bestellen, das hat er auch heute bekommen. Hat mal ein paar Runden getestet. Zudem ist der Arme auch noch krank, eine Grippe. Und der David hat auch am Sonntag nur Rennen. Formel 1, so muss ich jetzt da auf 2 Sachen vorbereiten. Ja, da habe ich dann gesagt, dann übernehme ich die Quali. Jaro sollte sich dann aufs Rennen nur noch vorbereiten, weil er halt sich auch mal an das neue Lenkrad noch ein bisschen gewöhnen muss. Und ja, ich werde dann entsprechend ab morgen mal ein Quali-Setup bauen. Ja, können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich denke mal, in den 3 Stunden kriegen wir am Freitag auch schon sehr viel zu sehen. Und
ja, bin mal sehr gespannt, wie die Startaufstellung dann aussehen wird. Ist jetzt natürlich alles noch nicht Thema. Jetzt gerade im Bild haben wir zum Beispiel Stefan Bäumer von Vortex Motorsport und der hängt hier im Getriebe von, jetzt müssen wir mal eben schauen, ich kann es nicht richtig lesen. Team 141. Jetzt ich schaue mal in die Liste rein. Ja, weil, wie gesagt, wir haben heute Abend wirklich nur den RLD zur Verfügung und ich sehe hier eigentlich nur Pixel. Und Stefan Bäumer, oh, aber hier das ganz war aber optimistisch. Oh. Ja, und das natürlich jetzt schnell passiert, auch gerade bei den nassen Verhältnissen. Ne? Da ist ein Meter zu spät noch schlechter als im Trocknen. Ja, das ist das Problem, wenn man dann halt mal, oh, man merkt, man ist zu spät. Aus dem Reflex raus tritt man richtig auf die Bremse und das ist lassen nicht ganz fatal, weil dann geht auf einmal auf allen Vieren blockiert. Ich meine, wir haben zwar Mini hier leichtes ABS aktiviert, aber das sieht überhaupt nicht im Regen. Ja, schauen uns das Ganze jetzt mal eben nochmal von außen an. Da sehen wir hier den Bremspunkt verpasst und da hat er sogar die Haube verloren. Ja, und er war hinter der 141, das war WUD Multigaming e.V. Ja, hat so ein Haubenverlust jetzt schon einen extra Stopp zur Folge? Wahrscheinlich schon, ne? Wenn die Achse auch noch ein bisschen krumm ist vielleicht. Das weiß ich bei den GTs jetzt mal so nicht. Eine Motorhaube normalerweise nicht. Die wenn, dann zählt der Splitter vorne. Aber ich muss mal ganz kurz zu Stefan, weil der will was haben, was er nicht bekommt. So, jetzt haben wir hier zumindest mal die Abstände noch eingeblendet. Wie gesagt, wir müssen uns heute ein bisschen hier selber helfen, sage ich mal. Ich hoffe mal, wir kriegen trotzdem ein bisschen was vor die Linse für heute Abend. Und wie gesagt, Stefan Bäumer jetzt hier wahrscheinlich erstmal ganz normal weiter unterwegs. Ich denke mal, da ist kein extra Stopp vonnöten, so wie es bis jetzt aussieht. Zumindest hält er mit dem Trupp hier noch ganz gut mit. Und wie gesagt, einen richtigen Überblick haben wir jetzt nicht, deswegen, ich schalte jetzt mal relativ wild hier durchs Feld, aber ich hoffe mal, dass wir dann immer mal wieder was erwischen. Hier zum Beispiel haben wir auch schon wieder einen LMP im Bild, den Borja Milan, und der hat schon richtig Stress hier mit Überrundung, ist jetzt hier gerade in so einem Pulk GTs unterwegs und ich denke mal, das ist eine schöne Stelle hier in Richtung Porsche-Kurven, wo wir mal gucken können, wie stressig das sein kann für die Jungs, ja. Gut, jetzt hier mit dem Ferrari hat er noch Glück, oder? Eine Corvette war es, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh, jetzt kriege ich gerade eine Info bezüglich Stefan Bäumer. Oh, doch, Splitter und Aufhängung sind gleich mit kaputt gegangen bei dem kleinen Crash. Also da sieht man schon, auch kleinere Berührungen mit der Leitplanke können ordentliche Schäden zur Folge haben. Und hier sehen wir jetzt, der Borja hat natürlich richtig Pech, hat hier so einen Vierer-Trupp GTs vor sich in den Porsche-Kurven. Und das kostet jetzt richtig Zeit, Jörg, oder? Da geht man jetzt schon von 4-5 Sekunden. Denn jetzt hat er hier aber ein Disconnect. Das sieht ganz danach aus, ja. Kann sich noch nicht so recht entscheiden. Irgendwie hängt er fest. Ja. Gut, schalten wir erstmal der hat hin. Ich glaube, der hat irgendwie da fehlt auch, glaube ich, vorne ein Splitter, oder? Das sah zumindest nicht mehr so ganz gesund aus, aber naja. Gut, wir schalten mal woanders hin in dem Fall. Natürlich kostet ein GT gerade in den Porsche-Kurven extrem, da der LMP so viel mehr Anpressdruck hat. Und da, Ihr müsst unser Schwein jetzt gerade entschuldigen. Wir haben jetzt gerade wieder nur Standbilder. Ich hoffe mal, dass es im Stream besser aussieht, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Also sollte es jetzt hier wirklich... Da gab es einen Dreher zumindest mal gerade. Okay. Ist aber auch ganz klassisch die erste Kurve. Man muss hier um eine Kurve rum anbremsen, so von rund 310 oder 320 im LMP. Runter vom siebten in den zweiten Gang. Im Regen ist das ganz eine Katastrophe, da zu bremsen, aber ja. So, jetzt sehe ich gerade, unsere Bilder haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Also sollten hier wirklich Leute jetzt aktiv zuschauen, wenn wir zwischendurch so extreme
Standbilder haben, dann tut es uns leider leid, aber wir können da jetzt nicht wirklich viel gegen tun. Und wie gesagt, wenn wir schweigen sollten, dann sehen wir schlichtweg nichts. Und das kann sich durchaus auch auf den Stream übertragen. Also bitte ein bisschen Geduld haben. Wenn wir Glück haben, legt sich's irgendwie. Ja, haben wir jetzt leider gar keinen Einfluss drauf im Moment. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Solange wir bewegte Bilder haben, werden wir sie nutzen. Der war ein bisschen früh am Gas. Ja. Hat aber noch Schwein gehabt. Was aber schon sehen können, ist eine deutlich trockene Spur hier. Wie weit unterscheiden sich die Linien dann so? Ja, das sieht halt ein bisschen trockener eigentlich im Spiel aus, wie es eigentlich ist. Kann durchaus sein, dass dann noch ordentlich was auf der Strecke ist. Neben der Ideallinie dauert es ewig, bis es runtergeht. Klar, der Unterschied wird jetzt schon. Wenn ich komplett in dem komplett nassen fahre, werde ich 10 Sekunden langsamer fahren. Man kann jetzt hier aber auf keinen Fall irgendwie mal auf den Slick gehen. Das würde nicht gehen, weil man muss hier, wie man sieht, so oft von der Ideallinie runter. Das ist überhaupt keinen Sinn, Mann. Man muss hier echt warten, bis es auch neben der Linie richtig trocken ist. Dann kann man auf den Slick wechseln. Ja, wir sehen auch hier im Überrundungsstress wird immer mal wieder ein Bremspunkt verpasst. Auf jeden Fall richtig was los jetzt hier gerade. Ich habe es gar nicht so verfolgt jetzt die letzte Zeit. Sind ja doch einige Testrennen gelaufen. Sind da viele von auch im Regen stattgefunden? Hast du da einen Überblick? Haben die Jungs da jetzt alle schon richtig Übung drin? Oder? Es müsste das dritte Rennen sein im Regen. Ich glaube, es gab 2 Quali-Rennen im Regen und das ist das dritte. Ja, dann sind die auf jeden Fall schon ein bisschen angeübt, auf jeden Fall. Ja, das ist... Wichtigste ist einfach, dass man es im Regen nicht übertreibt, weil fahr lieber ein bisschen langsamer in die Kurve, verliert dadurch eine halbe Sekunde, wie wenn ich da zu schnell reinfahre, da verliere ich 3-4 Sekunden, bis ich das Auto wieder unter Kontrolle habe. Das ist, ja, Regen ist schon was ganz Spezielles. Auf jeden Fall ist es jetzt nochmal ein gutes Training, dass die Leute auch wissen, wie man, ja, im Regen fährt. Das ist das größere Problem, also das Hauptproblem im Regen ist die Gicht. Wenn man da im Zweikampf ist, ist es eigentlich vor allem die Fortschikane sind Blindflug. Du siehst null, überhaupt nichts. Und daher ist es hier schon mal ganz gut, dass es nochmal regnet. Ja, du sprichst die Gischt an. Ich konnte es jetzt bisher nicht so gut beobachten. Potenziert sich das dann auch, umso mehr Fahrzeuge du vor dir hast? Wird die Gischt dann noch stärker? Oder? Also wenn man im Pulk unterwegs ist, dann sieht man wahrscheinlich noch viel weniger. Ja, natürlich. Gut, es ist so, jedes Auto wirbelt die Gischt auf. Das hinterherfahrende Auto macht dann mit dieser Gischt schon vorausfahren natürlich nichts. Es wirbelt seine eigene hoch. Das ist so realistisch ist es nicht. Aber klar, je mehr Autos waren, umso weniger sieht man. Ist vor allem mit den GT-Autos richtig schwer, weil man, ja, ich war da gestern 100 Meter hinter einem GT vor der ersten Schikane, hab ein bisschen früher gebremst, hab dann die Gicht, war dann mitten in der Gicht, hab die überhaupt nicht gesehen und als der GT dann einlenkte, habe ich wieder ein bisschen was gesehen und da, war ich dann noch 10 cm hinter ihm. Ja, es ist wirklich extrem schwierig zu sehen, wie weit der noch weg ist, wenn man exakt dahinter fährt. Und ja, wie eben gesagt, also Fortschikan ist dann wirklich ein reiner Blindflug im Zweikampf. Siehst du nichts. Muss man sich irgendwie an den Anti-Cuts orientieren.
Ja, wir werden dem Treiben jetzt mal weiter zusehen. Wie gesagt, jetzt sehen wir schon die etwas trockene Spur. Wir haben auch gerade so einen gleichen Lichtwechsel gesehen. Ich denke mal, jetzt klart es auch so ein ganz klein bisschen auf schon. Wer weiß, vielleicht haben wir dann zum Boxenstopp hin auch die Möglichkeit, tatsächlich auf die Trockenreifen zu wechseln für manche. Und ja. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Rundenzeiten geguckt, aber die scheinen durchweg schon so 25 Sekunden langsamer zu sein. Ich sehe hier was von 3,42 zum Beispiel. Ja, das ist jetzt aber, glaube ich, meine extra lang. Ich glaube, vorne, wenn du mal auf die ersten, auf den Dennis gehst, der fährt irgendwas 25, ach, 24. Ja. Ja, das ist dann, also Rennen, Top-Rennzeiten werden 17er sein. Sogar 16, also teilweise auch 16 tief. Gehen ein paar Runden im Stint. Zumindest mal von zwei Teams. Und ja, also so bis 3 Minuten 20 kann man auf dem Regenreifen fahren. Klar, der löst sich zwar auch ein bisschen schneller auf, aber das geht schon so ein bisschen. Na, hier 3,24,4. Ja, das ist dann schon, spricht schon für eine trockenere Linie, wenn es richtig regnet. Ich glaube, die Woche, Wochenende war mal richtiger Starkregen, so ein Monsun kam darunter. Da sind wir dann noch 3 Minuten 50 gefahren im Training. Da hilft dann auch der Allrad nicht mehr bei den LMPs. So, LMPs haben wir nicht so viele heute Abend, sehe ich gerade. 10 Stück stehen hier in der Liste. Ich schalte jetzt einfach mal ein bisschen wild rum im GT-Feld vor allen Dingen. Ich hoffe mal, dass wir da so ein paar Zweikämpfe einfangen oder von mir aus auch Dreikämpfe. Damit wir wenigstens ein bisschen was im Bild haben. Wie gesagt, das ist heute alles ein bisschen schwieriger für uns darzustellen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, auch die GT-Zeiten sind, ja, gut, die haben jetzt so circa 15 Sekunden sind die langsamer, wie immer, trockenen. Jetzt mal gespannt, wir sehen hier mitten auf dem Radar so eine grüne Wolke da anziehen. Mal schauen, ob die Strecke noch trifft oder ob sie vorbeizieht. Ja, hier ist Stefan Karnitz Bild. Ich denke mal, der wird jetzt gleich ein bisschen was zu tun bekommen. Da hängt ihm jemand im Heck, den ich jetzt so noch nicht identifizieren kann. Wir schauen mal das eben. Das ist Marvin Philippin. Jawohl, also Vortex gegen Allstar. Und der Stefan geht hier über den Randstein. Und schon ist der Marvin durchgerutscht. Ja, ist natürlich schnell passiert. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie sind so die Grip-Unterschiede ungefähr von der Trockenspur zu der noch nassen? Hast du da eine Vorstellung eventuell? Ja, immer sollte schon so 15 Sekunden, also auf die Runde könnten das schon 15 Sekunden sein. Diesen Unterschied macht zwischen den Linien jetzt. Ja, Problem ist, man bremst ganz normal an. Und in dem Moment, wo man dann auf diese nasse Spur kommt, steht der Reifen sofort. Der steht und bis man, dann hat man keine Chance mehr, da kann man eigentlich nur noch hoffen, dass man irgendwie runterkommt von der Geschwindigkeit. Aber Stefan ist, glaube ich, hier ein bisschen schneller, zumindest mal hat er wesentlich mehr Anpressdruck, so wie der hier im Windschatten hängt. Gerade in den Porsche-Kurven.
Ja, möchte jetzt natürlich so schnell wie möglich wieder vorbei, aber jetzt sehen wir hier auf Startziel hinaus, hat der Marvin doch einen kleinen Vorsprung rausfahren können in den Ford Chicane. Ja, ich glaube, dass der Marvin eventuell, sieht man so aus, wenn er weniger Anpressdruck hat, also weniger Flügelfett. Ich weiß aber auch nicht, was, also ich weiß nicht, was die Jungs fahren bei uns, aber es sieht jetzt erstmal so aus. Weil er zieht ihm jetzt hier schon deutlich davon auf den Geraden. Und man eben gesehen, dass Stefan konnte in den Porsche-Kurven nie mit dem Getriebe fahren. Das ja, macht man normalerweise nicht so. Ja, das ist die Audi. Der Körper ist ganz, ganz böse. Der, wenn man da einmal drauf kommt, ist man eigentlich schon drüber. Und dann sitzt der Unterboden auf. Ja, die suchen schon die nassen Stellen. Ja. Der Reifen wird. Ja, die GTs haben eine etwas realistischere Reifenphysik wie der LMP. Beim LMP so haben wir noch kein Contact Patch Model drin, das ist bei den GTs drin. Dementsprechend merken die auch den Unterschied. Wir merken die nicht, wir können dauerhaft mit den LMPs auf der Trunkenlinie fahren. Das macht einfach keinen Unterschied, wenn wir rüber wechseln. Aber wenn man das hier sieht, die suchen jetzt wirklich schon bewusst die nasse Seite, solange es geradeaus geht. Ja klar, ich meine, das macht schon was aus, wenn man da der Reifen 20 Grad zu heiß ist. Ja, dann rutscht man nur durch die Kurve, wenn er aber ein bisschen kühler ist, dann hat man noch Grip. Ja, ein Platz weiter hinten jetzt im Bild Cesar Munoz von den Alpha Racers und der hat Sim Racing for Holland im Getriebe, wenn ich das richtig sehe. Der macht hier richtig Druck. Dennis Duna sitzt da im Auto und der ist jetzt hier schon mal auf halber Höhe quasi und zieht auf der Zufahrt zu Indianapolis dann vorbei. Ja, er ist wesentlich besser aus der Kurve rausgekommen. Aus Mulsanne. Jetzt mal schauen, ob es da noch einen Konter gibt im Windschatten, kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn er da von der Linie runtergeht, hat er keinen Grip mehr. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein paar richtig schöne Zweikämpfe. Ich hoffe mal, da haben wir jetzt die nächsten anderthalb Stunden noch mehr davon. Ja, es ist jetzt auch, ist jetzt hier auch einfach mal die Frage, wie lange die Reifen halten. Ich sehe gerade da oben im Standing stehen schon die ersten Boxenstopps für die LMPs. Runde 10 ist da eigentlich ein bisschen zu früh, oder? Für einen ganz normalen Stopp. Ja, das ist viel zu früh. 13, 14 Runden gehen mit dem Audi und dem Porsche beim Rebellion, bin ich mir nicht sicher. Müsste aber auch in etwa das. Die müssten auch 13 oder 14 Runden fahren. Wird auch im Rennen wird das auch so eine Sache sein, wer die 14 fahren kann und wer 13 fehlt. Ja, kann hinten raus schon eine Menge ausmachen, eine Runde mehr zu schaffen. Ja. Und immer noch im Bild hier dieses Dreier, fast Vierer-Grüppchen, könnte man meinen. Der Alpha Racer da hinten, der hängt auch direkt mit dran. Und jetzt in der Runde hat der Stefan wieder ein bisschen aufgeholt. Ist deutlich näher dran an Startziel. Jetzt schauen wir mal, wie er oben aus der ersten Schikane rauskommt. Hat er ja vorhin schon ordentlich Boden verloren. Ja, das klappt jetzt etwas besser. Ja, Randstein auf die lange Gerade. Der Dennis ist jetzt aber auch
Ja, auf den Windschatten, jetzt das fahren wir jetzt mal mit. Das kann jetzt spannend werden zur ersten Schikane hin. Die sind beide Dennis kräftig. Hat, oh, was? Oh, oh nicht mitten. Der fährt da mitten durch. Ich glaub's ja nicht. So, unglaublich. Das geht dann doch zu eng. Drei, ja, 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 ja. Das konnte nicht gut gehen. Aber dass er es überhaupt versucht, ist ja schon der reine Wahnsinn an der Stelle. Ja, jetzt ist Stefan geht wieder vorbei. Der Alpha Racer geht auch vorbei. Ja, und Marvin ist immer noch da vorne. Der ist jetzt auf 13 geführt. Der hat wohl die Schikane noch am schnellsten genommen. Ja, der konnte überhaupt nicht mehr. Der musste sofort aufmachen. Aber da müssen wir trotzdem nochmal jetzt ganz genau hingucken. Also wie gesagt, dass der sich da so zwischenquetscht. Holla, holla. Ja, das Problem ist, dass Dennis und Stefan auf dem Nassen anbremsen und die bremsen genauso spät wie der Marvin und eigentlich haben die auf der Außenbahn den längeren Bremsen, die bereits auf dem Nassen sind und Ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte hier, dieser Dreikampf, und der ist ja noch nicht ganz ausgestanden, ja, die anderen, die können ja durchaus wieder aufholen. Ja, erstmal mal schauen, wie schnell sie hier aufholen. So, jetzt hatten wir zwischendurch mal wieder ein Standbild, ein ausgedehntes. Ich hoffe mal, wir fangen uns wieder. Ja, das ist im Stream. Der schaltet sich dann ab. Ist mir gerade aufgefallen. Naja, der klebt sich komplett aus dann. Ist jetzt aber wieder da. So, jetzt, Ja, wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal hier in diesem Positionskampf, würde ich sagen. Wir schauen uns das mal noch eine Weile an. Sollten hier Teamkollegen zuschauen, die eventuell auch irgendwie einen Zweikampf haben oder so, ne, durchaus mal kurz Meldung geben, dann schalten wir da auch ganz gerne mal hin. Gar kein Thema. Aber hier haben wir jetzt, glaube ich, was vor der Linse. Das können wir uns eine Weile lang anschauen. Der Dennis ist wieder dran. Cäsar. Ihr werdet es jetzt aber hoffentlich nicht versuchen. Ja, außenrum. Oh, der ist schon vorbei eigentlich. Das passt. Ja, hat er gehabt. Dennis ist auf jeden Fall mutig heute Abend. So viel können wir schon mal sagen. Ja, ich muss mir in der anderen Sicht auch schon gegen Dennis gefahren. Ist ein richtig schneller und er riskiert auch gerne was, ja. Ja, vorne in der LMP-Klasse Dennis Jordan immer noch auf der 1. Mittlerweile ungefähr 23 Sekunden vor. Ja, das kann ich jetzt nicht richtig lesen. Matej Surhanjak. Surhanjak, ja. Ja. Und Marcel Rauter auf der 3. Die Abstände sind wirklich gewaltig da mittlerweile. Also Platz 2, wie gesagt, liegt ungefähr 23 Sekunden zurück. Und dann geht es in Minutenschritten zurück. Und der 6. hat schon eine Runde Rückstand. Also. Ja, der Mata ist jetzt mal an der Box. Er war am Aufholen, er war nämlich schon 30 Sekunden mal hinter Dennis. War da langsam jetzt am Aufholen. Vielleicht riskiert er jetzt auch gut Runde 12. Ich meine, mit der Einführung könnte sein, dass er auch mal jetzt eine Runde früher reingeht, einen anderen Reifen holt. Weil es sieht jetzt wirklich langsam so aus, wie wenn die Spur trocken genug ist für den Slick. Muss dann halt aber immer noch aufpassen, wenn man dann mit einem Stick neben die Linie fährt, dann geht's sofort geradeaus. Aber wenn so ein Stefan sind, schick mal in der Runde, sind sie wieder dran. Ja, die schieben sich hier auch wieder zusammen. Wie gesagt, selbst der Alpha Racer, der holt da immer LMP, wieder auf. Ach, der LMP muss da ein bisschen Schlangenlinien fahren. Ja, gehört auch dazu. Ja, ist es ist für den NLP sehr unangenehm, was die hier machen.
Langwierige ist ganz klar, der GT hat auf der Linie zu bleiben. Halten sich auch leider nicht alle dran. Das ist halt für ein LMP extrem schwierig, wenn man aus der Kurve aufs Gas geht und dann, ja, der GT auf einmal auch neben die Linie zieht und eigentlich ist gut, wenn er Platz machen will, aber der LMP nicht damit rechnet. Das ist dann immer so eine ganz schlimme Situation. So, die Jungs sind wieder zusammen. Ja, und es geht wieder Richtung Porsche-Kurven. Wir schauen jetzt einfach mal. Dem Dennis muss man ja alles zutrauen nach den beiden Überholmanövern, die wir bis jetzt gesehen haben. Deswegen denke ich mal, auch die Indianapolis, da wird er keine Angst vor haben. Ich weiß nicht, Indianapolis ist mit GT, weiß ich nicht, mit LMP ist es fast unmöglich. Ja, die so, drei jetzt versuchen sich irgendwie zu positionieren. Stefan macht es auch nicht. Da hat jetzt die Vernunft gesiegt, denke ich mal. Ja, das hat mal der Heiko Holmbach hat das mal mit mir versucht. Ich habe ihn überholt auf dem Weg da runter und er hat mitgehalten in diesem schnellen Rechtsknick. Ja, war. Der Alpha ist kein Fehler hinten. Wäre ich 10 cm weiter gerutscht, hätte ich ihn abgeschossen, weil ich überhaupt die Linie da nicht innen halten kann. Mit einem LMP und ich glaube, mit dem GT ist es nicht einfacher. So, jetzt denn. Nee, Stefan. Ja. Stefan macht da die Linie zu. Eigentlich muss man da nur Mitte der Strecke fahren. Oh, jetzt ist Stefan. Jetzt ist er zu weit. Jetzt ist er gerutscht. Auf die nasse Linie. Und ist das schön anzuschauen hier. Ja, das. Die geben sich richtig, aber passen aufeinander auf. So muss es der sein. Alpha Racer hat sich jetzt. Doch, hat sie noch gefangen. Er hat sie noch. Aber ihr seht, hier geht's richtig zur Sache. Und sowohl Dennis Duna als auch Stefan Kahnitz sind ja jetzt nun wirklich keine. Keine Nasenbohrer, die wissen ja, wie es funktioniert. Ja, kleiner Profiteur der ganzen Geschichte. Vorne natürlich der Marvin, der hat jetzt wieder eine Lücke gerissen. Ja. Ja, und so wird es auch wieder da. Ja, obwohl so weit ist er nicht weg, dass es maximal Sekunden sind. Das. Also die haben sie auch gleich wieder zugefahren. Ja, also ich meine, Stefan hängt ja schon komplett wieder im Getriebe. So, einmal kurz wild geschaltet, aber jetzt schauen wir wieder auf diesen Dreikampf hier, würde ich sagen. Und das sieht doch wieder nach der ersten Schikane aus. Ja, jetzt. Jetzt alle den Bremspunkt treffen. Jetzt versucht es keiner. Nee. Das muss aber auch unglaublich Spaß machen, was die drei da jetzt gerade vollziehen. Und die fahren auch alle drei dasselbe Auto, muss man auch dazu sagen. Ja, die Corvette. Ja. Die haben sie einfach mal behalten vom Anfang, weil da war es ein bisschen überlegen. Oh, jetzt hin und her zucken. Nee, reicht nicht. Ich glaube, es gab einen kleinen Stupser von Dennis, aber gehört, glaube ich, beim GT einfach mal dazu. Mal kurz anklopfen. Ja, die wirken wirklich unzertrennlich, die drei hier. Bin jetzt mal gespannt, wo das enden wird. Jetzt hat der Stefan eher die bessere Position. Ja, musste aber schon wieder. Nee.
Da muss der schon oben in dem Knie kurz vorm Gas, dementsprechend wird es da unten nichts. Und ich glaube auch nicht, dass man hier zu zweit durchfahren kann. Vor allem nicht hier halb trocken, halb nass. Oh, jetzt da ist der Fehler. Ich glaube, jetzt kann der Dennis davon profitieren, weil Stefan musste nämlich auch kurz vom Gas deswegen. Da passt ja wirklich nichts mehr zwischen die Autos jetzt gerade. Nee. Oi, 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 oi. Also wirklich so eng habe ich es schon lange nicht mehr gesehen zwischen drei GTs. Und bis jetzt geht's auch wirklich gut, muss man sagen. Bis auf diesen Zwischenfall da oben in der Schikane. Aber da war halt irgendwann einfach kein Platz mehr. Nee, zu dritt geht's einfach nicht. Da hinten schiebt sich irgendwie langsam mal der zweite Alpha Racer, der Luis Daimao, mal ein bisschen an. Der kommt da dem Cesar immer näher. So, die führenden LMPs sind jetzt auch, glaube ich, in der Box oder waren. Der Masse ist noch drin. Ich glaube, der Dennis ist wieder raus. Ja, ich lese das jetzt hier gerade auch nochmal im Chat. Also, wie gesagt, das Ruckeln, es scheint irgendwie im Moment am Streamrechner zu liegen. Wir wissen absolut nicht, was wir da jetzt noch großartig ändern können in der Kürze der Zeit. Wie gesagt, nee, wir Standbilder. Nichts mehr heute ändern. Nee, Standbilder werden jetzt leider ab und zu auch dazugehören. Ich hoffe mal, es hält sich irgendwie in Grenzen und lässt sich trotzdem noch einigermaßen anschauen. Und jetzt, oh, jetzt wird ein LMP durch. Oh, ah, war noch kurz verschwunden. Ah, jetzt ist der Karnitz schon mal vorbei und auch Dennis Duna schaut noch mal kurz, ob er irgendwie einen Weg vorbei findet, aber vor der Schikane wird das nix. Na, ich glaube, die wollen. Weiß nicht, wer ist das da vorne? Ist auch noch ein GT. Ich glaube, das ist aber ein zu überrundendes Auto. Das sah nämlich auch nach einem Holster aus. Ja, es kann auch durchaus sein, dass die doppelt fahren. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, ich kann sein, dass Olli auch fährt. So, jetzt haben wir wieder mal ein Standbild, also wie gesagt, wir müssen jetzt echt mal gucken. Oh, jetzt kommt hier der Gegenangriff. Jawohl. Aha, ja, wir sehen den Ausgang leider doch, nicht. Doch, jetzt ist Dennis wieder dran, ja. Ja, ich glaube einfach, dass der Mann einfach weniger Flügel fährt. Sonst wäre er nicht so einfach wieder vorbeigekommen, weil Stefan sich da vorher nämlich so abgekämpft hat. Oha. Oh, jetzt zu dritt. Jetzt, ja, Dennis wird jetzt an Stefan vorbeigehen. Dennis hat sich da gut positioniert. Jawohl, setzt sich genau zwischen die beiden hier vor der Indianapolis. Und jetzt kommt da hinten auch wieder ein LMP angeschossen. Also, na gut, der wird sich jetzt zurückreiten. Der. Da vorne. Jetzt schieben sich da vorne gegenseitig von der Strecke. Ja, oh, und, da ist einer weit gegangen. Olli geht da ein bisschen weit, ja. So, und Karl ist jetzt Dritter hier in der Gruppe. Also es geht echt hin und her jetzt hier gerade. Ich würde auch ganz gerne mal auf Verdacht woanders hinschalten, aber ich habe das Gefühl, das lohnt sich nicht. Die drei, die machen hier so einen Spaß im Moment. Ja, also. Wie gesagt, wenn da irgendwo andere tolle Sachen zu sehen sind, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Denn ein Timing haben wir heute Abend leider auch nicht. Ja, wer da jetzt dran schuld ist, verheimlichen wir an der Stelle mal.
habe nur gelesen, dass diverse Plugins gelöscht wurden, Jörg. Ja? Ja, ich... Aber wir hüllen uns in Schweigen. Alles Weitere überlassen wir unseren Anwälten. Da hinten hat es jetzt aber gescheppert, glaube ich. War das der Alpha Racer, der da gerade ausgefahren ist? Ich weiß es nicht. Ich würde gern umschalten, aber jetzt geht's gerade wieder nicht. Okay, jetzt bekomme ich eine Info, dass der Olli überhaupt nicht fährt. Und dann frage ich mich, wer das da eben war. Ja, über Runde GT. Naja. Ja. Wir können ja mal kurz hier unsere super... Das ist... Oh! Jetzt haben sie sich aber erwischt. Jetzt haben wir jetzt, nur noch das Ende gesehen. Ja, ich schau mal, ob ich ins Replay reinkomme. Ja. Ja, es läuft zumindest. Ich glaube, der Marvin ist da irgendwie schräg in die Schikane reingefahren. Ja, ja, uns stößt es. Oh, der Dennis? Der Marvin hat einen Leck. Marvin hat einen Leck und da kann keiner mehr ausweichen. Ist Dennis dann schon daneben? Da hat er sich dann nur noch anlehnen können auf der Innenbahn. Ja, ja, dann geht natürlich dann nicht gut. So, jetzt haben wir hier gleich Halbzeit im Rennen. Ja, wir gehen auf die Stundenmarke zu. Und, Ich schau mal, ob das hier funktioniert. Ja, versuch es mal. Es war der Alpha Racers. Ah, der ist jetzt schon in der Box. Ist, glaube ich, zu lange her. Ja. Es war auf jeden Fall der Louis Dalmau. Mit Off-Track angezeigt. Ja. Ich meine, man hat im Hintergrund noch sehen können, dass er mit irgendwem kollidiert ist und dann gerade ausgefahren ist. Mal die fehlende Fronthaube, die deutet so ein bisschen darauf hin. Ja. Gut, jetzt ist uns natürlich hier dieser schöne Dreikampf so ein bisschen verloren gegangen. Ihr seht das, Dennis Duna hat jetzt hier die Pole Position, sag ich mal, in der GT-Klasse, beziehungsweise in diesem Dreikampf. Ja, er ist jetzt auf Platz 2 in der GT-Klasse. Genau, das LMP-Feld dünnt immer weiter aus. Da sind jetzt irgendwie noch 6 Autos unterwegs. Und ich denke mal, jetzt haben wir so lange einen GT-Zweikampf zeigen können. Jetzt müssen wir zumindest zwischendurch mal schauen, was die Spitze so treibt. Ja, hier jetzt gerade im Bild Dennis Jordan. Und das weiterhin ziemlich souverän, muss ich sagen. Ja, 43 Sekunden vor seinem ersten Verfolger. Und ja, ich meine, wir konnten jetzt nicht viel zeigen von ihm, aber anscheinend kommt er bis jetzt fehlerfrei durch. Ja. Können wir mal ein bisschen mit ihm mitfahren hier, genau. Können wir mal ein bisschen LMP-Filung hier. Die Geschwindigkeiten mal hier sehen. 250. Jetzt hier nochmal auf fast 270. Die nächste Kurve geht mit 180 in etwa. Ja, 170, 180. Und dann sieht man, wie schnell der hier rangeht, fliegt an den GT. Oh, jetzt geht er an die Box. Oh, der war noch nicht an der Box, okay. Oh, bisschen sehr, sehr schnell. Ja, aber der war vorhin schon mal. Also einmal war er schon drin. Ja, er war. Na gut, kann jetzt natürlich auch ein Test sein. Vielleicht hat er auch vergessen, die Reifen zu tauschen. Und holt das schau mal, nee, er hat Slick drauf. Sein. Ja, hat er schon drauf, die Slicks. Okay. Ich hatte eben nur vergessen, den Fahrer zu wechseln. Das muss er über das Menü einstellen. Das kann man natürlich gleich mal vergessen. So, ich versuche hier mal wieder aufeinander zu gehen. Er tankt. Hier mal auf den David. Okay, war wohl irgendwie nur ein Splash and Dash von Dennis. Na gut, kann natürlich auch sein, dass das jetzt der Stopp war, den er sonst kurz vor Schluss hätte machen müssen. Weil er jetzt quasi wieder Sprit für die Restdistanz hat. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann nicht reingucken, ist jetzt nur ein Verdacht.
Denn zwei Stopps so kurz hintereinander machen ja eigentlich wenig Sinn. Selbst der war viel zu früh. Man kommt 50 Minuten weit mit einem LMP. Okay. Ich halte jetzt einfach mal ein bisschen wild durchs Feld. Ja, mach mal. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen schönen Zweikampf. Da fehlt ein bisschen viel. Ein bisschen viel vom BMW in dem Fall ist es, ne? Ja, da fehlt auf. Ja, ich kann sagen, dass der Effekt da nicht mehr anzeigt, weil so ohne Splitter müsste er wesentlich langsamer fahren. Schauen wir einfach mal ein bisschen mal nach hinten. Vielleicht gibt es da auch noch was Nettes zu sehen. Versuch mal dein Glück. Ich stelle gerade fest, dass unsere Standbilder wieder häufiger werden. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir es bis Freitag noch irgendwie hinkriegen. Ja, mal ein paar LMPs haben wir mal hier ganz hinten rumfahren. Platz 27. Ja, während der Jörg versucht, irgendwo einen Zweikampf zu finden auf unsere eigene Art und Weise. Wie müssen wir uns das vorstellen, Jörg? Was erwartet uns denn da am Samstag? Habt ihr euch im Team auch schon so komplett abgesprochen und vorbereitet, wer wann fährt, wie lange man fährt? Ja, also wir haben zumindest wissen wir, dass ich mal den Start fahre. Das ist mal klar. Wer danach fährt, wissen wir noch nicht. Mit den Stints werden wir halt schauen, entweder 2 oder 3. Also entweder 1 Stunde 40 oder 2 Stunden 30. Wird wohl ein bisschen davon abhängen, ob wir kämpfen, also ob wir wirklich hier irgendwie ein Sprintrennen fahren über 24 Stunden, da müssen wir halt öfters wechseln, weil es unheimlich viel Konzentration kostet. Ansonsten werden wir halt 2 Stunden 30 fahren, das wird auch, glaube ich, in der Nacht so sein, damit, weil wir sind nur 3 Fahrer, da muss man schon ein bisschen längere Stints fahren, damit sich die anderen mal ein bisschen ausruhen können. Aber wir sind auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt, was so die Rennzeiten am Ende sein werden. Wir wissen auch, dass wir definitiv nicht vorne mitfahren können, nicht die Topzeiten gehen. Aber wir werden es einfach über die Konstanz versuchen. Ja, und wie ist das so, wenn man sich da so abspricht im zum Beispiel mal mitten in der Nacht nicht auftaucht, weil er seinen Wecker nicht hört oder ähnlichem. Immer einer da, der zur Not einspringt. Ja, klar, man muss eigentlich muss man immer zu zweit sein. Ich versuche hier irgendwann wieder auf dem Fahrzeug zu schauen, ich bin's einfach nicht hin. Nee, im Moment ist auch ein komplettes Standbild. Ich weiß auch nicht, ob man uns überhaupt noch hört. Also ja, ich befürchte fast. Ja, erzähl ruhig zu Ende, aber ich glaube, dann machen wir hier auch mal Schluss, falls man uns dann noch hört. Ja, wie gesagt, man muss eigentlich immer zu zweit sein, ganz klar. Ach, ich hab's geschafft. Mal sehen, wie da fahren das Auto. Wie sagen wir so, also ich hatte den Fall ehrlich gesagt noch nie, dass da. Oh, da geht. Wer war das denn? Das war Stefan. Keine Ahnung. Dass da mal irgendjemand nicht aufgetaucht ist. Aber klar, wenn es passiert, dann kann man echt nur versuchen, dass ein zweiter da ist, der dann mal einspringt und oder der einfach versucht, den ersten auf dem Handy zu erreichen, bis das. Ja.
bis der andere mal aufwacht vom Klingelton. Oder man fährt halt einfach, der geht auch ein bisschen weit. Oder man fährt halt einfach noch einen Stint. Man muss einfach schauen, dass man dann irgendwie durchfährt. Man kann auch 4 Stints fahren. Die Boxenstops dauern ja eine Minute. Da kann man dann mal schnell ein bisschen durch die Gegend rennen, weil das ist so das irgendwann das Schlimmste, dass man irgendwann das alles wehtut, weil man sich die ganze Zeit eigentlich nur auf dem Sitz halt dahin und ein bisschen näher bewegt. Hilft es dann schon, wenn man ein bisschen durch die Gegend rennt, und in der Minute kann man sich auch scheinbar zu trinken holen und dann geht auch immer noch ein Stint, aber mein irgendwann, 15 wird keiner fahren, dann muss man das Auto mal kurz in die Ecke stellen und mal warten, bis der andere da ist, dann steht das Auto halt, keine Ahnung, aber wir haben alle Handynummern untereinander getauscht. Wenn da was schief geht, dann ist es halt so. Aber normalerweise halt eben nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wer eventuell Samstag und Sonntag dann mal auf den einen oder anderen Fahrer warten muss, weil er eben nicht wach wird oder ähnlichem. Ja, soll ja alles schon vorgekommen sein. Ja, jetzt im Bild unser Führender, Dennis Jordan. Und wie gesagt, der ist im Moment so ein bisschen fernab von allem, hat eine knappe Minute Vorsprung auf den Rest. Aber wir haben auch gerade gesehen, zu viel Vorsprung ist auch nicht gut, Da hat er sich auch mal ganz kurz mit dem Bremspunkt vertan und die weite Linie gewählt, sagt man, glaube ich. Aber alles halb so schlimm. Ja, wobei das passiert hier, der Kurve passiert es wirklich sehr oft, weil zwischen dem LMP, in dem Rechtsknick geht man leicht vom Gas und dann wirft man die Bremse halt komplett zu. Wenn da die Bremse nicht hundertprozentig mal arbeitet, dann geht's halt ein bisschen geradeaus. Ja, zur Abwechslung mal den Führenden der GT-Wertung im Moment im Bild, Vincent Simeon, Gilles Racing, wird jetzt gerade überholt von Dennis Duna, liegt aber daran, dass der Vincent hier die Box ansteuert. Das sieht auch nach einem relativ planmäßigen Stopp aus, denke ich mal, von der Restzeit her. Das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo ein GT schon zu Ende fährt, oder? So eine knappe Stunde. Ja, die GTs können knapp über eine Stunde fahren pro Stint. Also die machen auch immer nur einen Stop. Wir müssen halt mit dem LMP 2 machen. Ja, jetzt wo wir gerade beim Thema Boxenstopp sind, wir sehen ja auch hier ein bisschen Betrieb in der Box. Wie lange dauert so ein Stopp eigentlich in der Regel? Erstmal, wie läuft's ab? Reifenwechsel zum Beispiel wird ja wahrscheinlich dann extra Zeit kosten. Ich weiß nicht, tanken, Reifenwechseln, wird es nacheinander gemacht? Wie ist es da geregelt? Wird nacheinander gemacht. Ich glaube tanken 40 Sekunden und Reifenwechsel gab über 20. Bin ich mir jetzt absolut nicht mehr sicher, aber ich glaube mal, also eine Minute in etwa steht man schon für einen Full-Service. Dann eine Ausfahrt, verdient man auch nochmal eine halbe Minute, also jetzt mal 1,5 Minuten sind schon bei einem Stop. Wir sehen auch gerade, da sind einige andere auch noch mit reingefahren. Der Cesar, der fährt jetzt schon wieder raus. Dennis Duna hat da durch die Führung übernommen, wie gesagt. Und Stefan Garnitz steht jetzt zum Beispiel auch mit drin in der Box. Wir schauen einfach mal wieder ein wenig auf die Strecke. Wenn er meinen letzten Tastenbefehl noch genommen hat, haben wir jetzt Danny Weller im Spiel, im Bild, vielmehr, im Porsche. Motorsport for All. Ja, so schön, dass wir dieses Jahr ein paar mehr unterschiedliche Autos in der GT-Klasse sehen. Weil jetzt ist ja nicht ganz so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die Corvette ist wieder am beliebtesten, oder? Oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe? Ich weiß es gar nicht. ähm,
Moment, sorry, ich war gerade komplett abgelenkt. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, ich hatte jetzt gefragt, wie du sagtest, wegen der Fahrzeugaufteilung, dass es ein bisschen bunt gemischt da ist, auch in der GT-Klasse. Aber gefühlt sind die Corvette doch wieder in der Überzahl, ne? Ja, lag daran, dass die Corvette, wie gesagt, am Anfang bisschen überpowered war. Dahingegen, dass er einfach die gleiche Topspeed wie die anderen hatte. Allerdings hat die Corvette ja einfach so ein abartiges Drehmoment, dass die einfach viel schneller auf der Geschwindigkeit ist und war dementsprechend halt schneller. Das haben wir dann wieder geändert. Die Corvette ist jetzt nicht mehr die schnellste auf der Geraden. Dementsprechend ist es in etwa gleich. Sie ist zwar aus der Kurve raus definitiv schneller, aber verliert dann am Ende der Geraden oder die anderen Autos ein bisschen schneller sind. So, ich glaube, die schnellsten Autos sind, müsste, ich glaube, der Ferrari. Und es gibt zwei Autos, die 304 km/h laufen. Zumindest bei ganz niedrigem Flügel. Ich glaube, die Corvette läuft zu 299 bis 300. Na gut, hört sich im ersten Moment jetzt nicht so viel an, aber wenn man dann überholen möchte, sind 5 km/h dann doch schon eine Hausnummer, ne? Wenn man dann der langsamere der beiden ist. Ja, der ist beim Einlenken aufs Nasse gekommen. Ja, aber noch gut hinbekommen, noch vor dem Reifenstapel wieder irgendwie auf die Strecke zurückgefunden. Das ist nämlich eine ganz beliebte Stelle, ne? Also wenn man da verliert, dann hat man, glaube ich, auch wirklich einen Sprotthaufen da stehen, wenn man Pech hat. Ja, also wenn man es da zu spät merkt, dass man die Kurve nicht bekommt, dann landet man definitiv da im Reifenstapel und der tut richtig weh. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Geschwindigkeiten sind im GT, aber mit dem LMP fährt man da mit knapp 200 durch. Und wenn man es dann zu spät merkt, dann dann ist das Auto hin. Ich glaube, da hat es letztes Jahr den Henning Wollert in der Anfangsphase noch, habe ich die erst dort auch geradeaus geschossen, hat beide Flügel verloren und die Radaufhängung war auch nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung. Ja, wir könnten ja mal noch was versuchen mit dem Stream. Ich meine, bevor es da jetzt die ganze Zeit ruckelt, könnten wir mal was ändern. Ja, wenn du eine Idee hast, dann versuchen wir das auf jeden Fall. Ja, ich würde den Stream jetzt mal für eine Minute ausschalten und dann hoffen wir, dass es danach besser läuft. Gut, also falls man uns hört, gibt es jetzt gleich mal für eine Minute ein schwarzes Bild und wenn wir Glück haben, ist es danach ruckelfrei, ja, wenn der Jörg recht behält. Ja, ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich muss jetzt ins... oder? Wenn du mir... kannst du mir sagen, wo man das hier ändert, die Auflösung? Nee. ich muss den Stream dafür. Moment, ja, ich halt ausmachen müssen wir auf jeden Fall, ja. Also, einmal kurz schwarzes Bild und gleich sind wir wieder da. Hoffentlich. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Dann schauen wir mal, ob es was nützt. Und ich muss aber, die Zuschauer sehen es nicht, aber Max, du willst es sehen. Also ich glaube, das sieht jetzt hier von der aus, dass du mal 1000 Mal besser aus. Wir sind jetzt hier von 100% CPU auf 50. Okay. Ich glaube, jetzt läuft es mit der AMW mal besser. Wir schauen mal. Ja, wenn wir Glück haben, dann haben wir jetzt die zweite Hälfte zumindest dann ruckelfrei. Und können wir uns auch ein wenig mehr aufs Renngeschehen konzentrieren. In dem Moment, wo ich sage, haben wir schon wieder ein Standbild. Also, schauen wir mal.
egal, wir ziehen das jetzt durch, so gut es geht. Und solange man uns hört und sieht, genießt es. Ja, ich hoffe, Freitag, Samstag, Sonntag kriegt ihr noch genug von uns. Also von daher hoffe ich mal, dass wir das hier verschmerzen können heute Abend. Ja, und wenn ich sage wir, ich weiß gar nicht, wie es gedacht ist, aber mittlerweile weiß ich nur, Lutz Enger auf jeden Fall dann mit mir, so hauptsächlich im deutschen Livestream. Ich denke mal, den Jörg zum Beispiel, den wird man da auch des Öfteren hören, ein Stefan Karnitz mit Sicherheit auch, der hier so ein bisschen, darf man Hauptorganisator sagen oder ist er das gar nicht? Ich weiß es nicht, ja, so tief stecke ich da nicht drin. Ja, also klar, das Event ist immer noch von Lutz. Stefan hat sich halt hier jetzt komplett um die Mod gekümmert und um, ja, also Lutz macht das Organisatorische, Termine, Regelwerk, alles drum und dran. Ja, Stefan die Mod und das und hilft dann Lutz noch sehr, sehr viel, aber ja, Stefan macht hier die Hauptarbeit, ganz klar. Gut, auf jeden Fall. Den Stefan werden wir mit Sicherheit auch des Öfteren hören. Und ja, so wie letztes Jahr auch, sage ich an der Stelle schon mal vorweg, ne? Also vor allem der Appell an die Teams, sobald jemand Lust und Laune hat, uns hier irgendwie zu unterstützen oder mal so ein bisschen kundzutun, was im Team so los ist, auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja, ich persönlich bin immer froh darum, wenn wir mal einen richtigen Eindruck von der Strecke kriegen, dann auch im Livestream. Und ich weiß aus dem letzten Jahr, da waren teilweise richtig schöne Stories dabei. Also Appell an euch. Ich hoffe mal, man hört es jetzt auch noch, weil wir schon wieder ein Standbild haben. Aber wenn dann Samstag, Sonntag die Teams... Oh, der BMW jetzt aber hier eine ganz eigenartige Linie. Was hat der denn gemacht? Der hat sich irgendwie verbremst auf eine ganz komische Art und Weise. Was für eine Position war das? Wenn ich das jetzt wüsste, ich glaube die 16. Weiß ich nicht mehr, weil ich zuletzt gedrückt habe. Keine Ahnung. Bin ich jetzt raus? 15 war es. 15 müsste es gewesen sein. Ach ja, da. Also der Jörg versucht das jetzt hier nochmal einzufangen. Oh, ja, ein bisschen ja. Viel Randstein vielleicht. Ja, ne? Auf dem Körper hat es ihn ausgehebelt, dann kam halt ein Nass raus. Ja, gut. Jetzt, wo das Bild wieder flüssig läuft, wie gesagt, nochmal der Appell an euch, an die Teams. Ja, sobald es was zu erzählen gibt, dann während des Livestreams, Samstag und Sonntag vor allen Dingen, könnt ihr euch gerne melden. Ich denke mal, so für 10, 15 Minuten schaffen wir es, immer die Jungs hier reinzuziehen, damit jeder mal so ein bisschen erzählen kann, was gerade so los ist im Team. Und ja, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht genau, wie es geplant ist im Moment. Ich denke mal, ab und zu wird es auch mal eine Stunde, zwei auf Ausländisch geben. Ich weiß nicht, Spanier haben sich schon angeboten. Vielleicht wird auch zwischendurch mal auf Englisch gestreamt. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird es dennoch ziemlich deutsch ablaufen hier bei uns. Und ja, ja. Bin auch mal gespannt, eventuell, ja, ich weiß nicht, also von den polnischen Kollegen irgendwie, weiß nicht, also, ja, die habe ich irgendwie überhaupt nicht gesehen. Weiß auch gar nicht, ob sie angemeldet sind, aber ich weiß nicht, ob die mitfahren. Hier rund um Kuba, Poschinski. Ja, mal schauen. Ich hoffe doch schwer, dass sie mitfahren, aber ich habe sie leider überhaupt noch nicht gesehen in letzter Zeit. Vielleicht trainieren sie einfach mal im Verborgenen und ja, kommen dann auf einmal da an und hauen uns die Hammerzeiten um die Ohren. Ja, sind immerhin die Titelverteidiger, ne? Oh, ich habe das Ergebnis und das ist ja nicht mehr im Kopf. Ja, ich weiß auch nur noch den Erstplatzierten. Danach wird es für mich, ja. Ja, das ist ja gut. Wir sind ja leider schon nach 4 oder 5 Stunden ausgeschieden. Also haben wir da einiges zum Nachholen. Ja, gibt's denn so, ja, ich meine, man kriegt ja nicht so viel mit jetzt als popliger Livestream-Moderator, wie ich es einer bin, aber also unter den Teams gibt's da schon so Favoriten, wo man sagt, boah, Max, wenn du die im Bild hast, da musst du auf jeden Fall drauf aufpassen. Die werden ganz vorne mitfahren. Der geht, oh, ich glaub, das war... Boah, der schafft's auch noch irgendwie rum. Ja, aber mal ganz, ganz viel Glück. Der geht hier, also weiß ich es absolut nicht. Da müssen andere, die da auch fahren, die Aussagen treffen. Ja, also bei der LMP müsstest du ja eigentlich einen Überblick haben, so klein. Ja, da wird's Freeride, Vortex und GLXF sein, die das mal unter sich ausmachen für den Sieg. Sehe ich momentan aber eher nur Freeride und Vortex. Ich glaube,
Nigeria LXF-Jungs. Über die Distanz sind sie nicht ganz, haben sie nicht ganz so die starken Fahrer wie Freeride. Ja, Vortex mit zwei ganz schnellen, mit dem Jonathan und mit dem. Wie zählt der Name nicht mehr ein? Mit dem Fuhrheim. Ach, Dennis, ja. Ja, genau, die. Ja, also die sind da richtig schnell mit. Von Freeride habe ich da Marius Bert, den Henning Wollert und den Martin Fuhrmann, die da auch. Also die knallen da Zeiten auf dem Trainingsserver hin, da kommt da keiner mit. Das sind die drei Teams. Bei GL ist da der Carsten, der auch noch die Zeiten geht, bei den anderen, bei Peter, Alex und ich glaube Heiko fährt da noch mit, bin ich sicher. Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher, was die für Zeiten fahren. Kommen, waren nicht, glaube ich, nicht ganz die Zeiten, weiß aber nicht, ob die eventuell da ein bisschen bluffen. Ja, aber die werden es unter sich ausmachen. Da kommen wir an die Zeiten auf keinen Fall ran. Das haben wir schon gemerkt. Und ja, ich sehe uns jetzt dann irgendwo mal dahinter so mit um die Top 5 kämpfen, zumindest was ich jetzt gesehen habe. Es gibt dann noch ein paar andere Teams, die nicht mal die Zeiten fahren, die auch wir gehen, unter anderem der Dennis Jordan. Aber auch noch ein, zwei Spanier. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Da sind ja doch einige Teams, wo man sagen kann, jo, ne, wenn vorne mal einer rausfällt, dann ist auf jeden Fall ein anderer da, der abgreifen kann. Ja, ja, also ich denke mal um den Sieg, wenn es jetzt so läuft, wie man es bisher gesehen hat, glaube ich mal, dass wir zumindest in den ersten 4 bis 6 Stunden vorne ein Sprintrennen zwischen Freeride und Vortex erwarten können, definitiv. Weil wenn da die ihre schnellsten Fahrer da am Anfang fahren lassen, dann werden die fahren über die gelben Seiten, da werden die nämlich um alles kämpfen vorne. Und danach muss man einfach mal sehen, wenn die anderen Fahrer kommen. Ja, und jetzt haben wir hier jemanden im Bild, ja, ein ganz, ganz wichtiges, wenn auch, finde ich zumindest, unscheinbares Mitglied hier, was hintenrum mitarbeitet, Marcel Offermanns. Ja, da kann der Jörg vielleicht auch ein paar Sätze zu verlieren, denn der hat so, ja, ich, wie gesagt, ich lese ja nur in der WhatsApp-Gruppe mit, muss ich zugestehen, aber der hat richtig was auf dem Kasten, habe ich so das Gefühl, ja. Mit dem läuft hier einiges mehr, was vielleicht sonst nicht laufen würde, habe ich so den ganz persönlichen Eindruck. Ja, der Marcel ist ein Programmierer, Softwareentwickler, der auch bei ISI sehr tief mit drin steckt. Arbeitet zwar nicht für die, hilft denen aber auch sehr, sehr viel, macht auch diverse Tests. Und er ist eigentlich so die erste Anlaufstelle, wenn ein Problem mit R-Factor hat, die man so nicht lösen kann, die er dann weiter an ISI gibt oder auch mit ISI dann berät. Aber auch einige Fälle hier, dass Server gecrashed sind oder so. Und da hat er uns immer wieder geholfen, hat uns Tipps gegeben. Auch nutzen wir sein Rejoin-Plugin, das ist ja nicht mehr, sein Lifetiming und sein ja, Tool zum Wiederherstellen von einem Rennen. Das heißt, wenn es zum Server-Crash kommt im Rennen, können wir mit zwei Dateien die komplette Aufstellung wiederherstellen, so wie sie war, und das Rennen danach ganz schnell wieder fortsetzen. Ja, das ist einfach genial, dieses Tool. Es ist relativ einfach zu bedienen. Und ja, ich meine, R-Factor 1 hatte das Rejoin-Tool entworfen, was so eigentlich das Beste war, was es gab am Ende, um so einen Langstreckenrennen zu fahren, dass alle auch am Ende noch da waren. Ja, wir hoffen natürlich nicht, dass wir dieses Plugin nutzen müssen von ihm, also dass wir eine Serverwiederherstellung haben. Wir hoffen einfach, dass das Ding wie letztes Jahr 24 Stunden durchläuft. Und das wäre dann schon grandios. Ja, das wäre natürlich was. Wie gesagt, in der Hinsicht hat man die Latte letztes Jahr natürlich relativ hoch gelegt, aber kann natürlich wieder funktionieren. Und ja, bleibt uns auch an der Stelle nichts anderes übrig, als dann auf Samstag, Sonntag zu warten.
Und mit etwas Glück. Das war, glaube ich, auch auf dem Nassen nochmal eingebremst. Ja, der Marcel sucht noch die richtige Linie, ist jetzt gerade erst ins Auto gewechselt. Ist vielleicht auch jetzt eine ganz fiese Situation, ne? In so einer Mischbedingung hier quasi noch frisch ins Auto zu kommen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Die Situation hier nicht mehr. Es ist zu trocken, um zu sagen, das jetzt irgendwie als Ausrede zu nutzen. Ja, nee, es ist trocken auf der Linie. Vielleicht muss man die erste Runde mal ein bisschen Piano machen, ein bisschen sich anschauen, aber die Ideallinie ist ja komplett trocken. Und ich meine, die Ideallinie hat man sich nach so vielen Trainingsrunden eingeprägt, die fährt man dann auch nur noch. Aber klar, bei den Bedingungen ist es halt einfach so, einen Reifen ins Nasse und das Auto steht komplett quer oder verzögert nicht mehr richtig. Und das ist einfach mal passiert jetzt. Ja, in dem Fall hat er natürlich noch Glück gehabt, ist nirgendwo abgeschlagen. Also wird es jetzt halb so schlimm sein für ihn. Auch für ihn jetzt wahrscheinlich mehr noch so ein Test, einfach kurz vor dem richtigen Rennen dann hier nochmal Trainingsrunden, vor allem im Feld zu fahren. Ich denke mal, die Chance möchte jeder nochmal nutzen. Ja, also ich glaube, es ist jetzt für alle mal der letzte Test, ob das Rennsetup funktioniert. Jetzt wird ja einfach getestet, ob das Setup mit den Reifen auskommt, ob der Spritverbrauch stimmt und wie man dann einfach mal gegenüber der Konkurrenz dasteht. Weil, ja, also ich denke mal so, es ist mittlerweile so, dass die meisten doch relativ viel zeigen, dass sie nicht mehr allzu viel in der Hinterhand haben. Klar, ein bisschen was werden sie alle haben, aber nicht mehr so viel. Und ja, der Test hier, schätze ich mal, ist einfach nur testen, funktioniert das Setup und funktioniert vor allem der Fahrerwechsel. So, jetzt hängt es bei uns wieder ganz gewaltig, also in Sachen Standbild meine ich. Jetzt sind wir wieder da, wunderbar. Ich hoffe mal, dass der Mitschnitt dann vielleicht wenigstens besser aussieht, wobei ich es nicht glauben kann eigentlich. Hat beim letzten Mal auch nicht anders ausgesehen. Aber gut, wir sehen auf jeden Fall immer noch Marcel Offermanns im Bild. Ich denke mal, da bleiben wir jetzt auch einfach mal ein bisschen drauf. Wie gesagt, der Junge, der macht hier so viel hinten rum, ja, in Sachen, das hört sich auch wieder falsch an. Auf jeden Fall, der hilft so viel mit. Ich denke mal, da kann man ihn auch ruhig mal ein bisschen länger zeigen, auch wenn es jetzt kein Zweikampf ist. Und ja, was haben wir noch? Ja, du hast so ein bisschen angesprochen, Rennperformance, ja, dass der eine oder andere vielleicht doch noch so ein bisschen Zurückhaltung übt. Ja, ich jetzt als einer, der auch die Möglichkeit nicht hatte, die Autos selber auszutesten, wie sieht denn das überhaupt aus? Gibt es Motorprogramme? Gibt es Möglichkeiten, verschieden zu kühlen? Gibt es Möglichkeiten, ich sage jetzt einfach mal auf die Art und Weise, zum einen den Motor haltbarer zu machen, den Stint zu verlängern oder? Gibt es da irgendwas, was ich auch wissen müsste dann Samstag spätestens? Nee, Motorprogramme haben wir ganz bewusst rausgenommen. Ja, also da gibt es erstmal keine Taktikspiel, ein bisschen abhängig von der Drehzahl, die man fährt, vor allem mit der Übersetzung in den Porsche-Kurven. Davon ist es eigentlich abhängig, ob man die 13 oder 14 Runden schafft, auf dem LMP. Darum geht hier haben wir auch keine Motorprogramme, die werden auch in etwa die gleiche Distanz abdecken können. Ein bisschen spannend wird es eventuell mit den Reifen. Ich vermute, dass wir alle auf der gleichen Reifentaktik sein werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere mal was versucht. Ich werde jetzt allerdings diese Taktik eh mal nicht verraten, weil ich weiß nicht, ob da wir eventuell was anderes haben wie die anderen. Ja, vom Motor her ist es so, die Motoren halten 26 Stunden am Stück. Wenn man innerhalb der sicheren Umdrehung läuft. Das heißt, wenn man nicht überdreht beim Runterschalten. Das kann natürlich auch mal ganz schnell passieren, dass man da zu schnell runterschaltet. Die Drehzahl geht dann zu hoch und dann kostet es auf jeden Fall Motorhaltbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Audi ist. Beim Porsche ist es weniger das Problem. Beim Audi war es mal, ob es immer noch eins ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da werden jetzt mittlerweile auch alle damit zurechtkommen und beim Rebellion
sollte es eigentlich auch kein Problem darstellen. Was natürlich hier ja, zum Tragen kommt, was man eventuell am Rennen noch sehen wird in den LMPs, das ist ja, das ist relativ schwer zu überholen. Der LMP hat verdammt wenig Windschatten. Dass man nur 3-4 km/h gewinnt auf der Geraden. Und ja, das ist halt eigentlich viel zu wenig zu überholen. Da muss man schon ein bisschen mit der Presse durch, aber ja. Und Audi hat noch einen kleinen Vorteil, dass er in etwa 400 Newtonmeter mehr in der Beschleunigung hat für eine kurze Zeit. Ja, bedeutet der LMP, der Audi kommt ein bisschen besser aus der Kurve raus, wird jetzt aber dann am Ende der Geraden durch die Topspeed. Ja, also da hört man auch schon raus, jedes Auto hat so seine Vor- und Nachteile, wie es ja auch schon immer irgendwie gewesen ist. Und ja, lässt sich wahrscheinlich. Da ist es halt, wie gesagt, die Corvette hat mal richtig Bums aus der Kurve raus. Die hat auch übelst wie Drehmoment, hat aber die nicht so hohe Topspeed. Ja, haben wir halt am Anfang schon relativ viel getestet. Haben auch die, wir haben die LMPs gedrosselt, weil die vorher nämlich rund 360 bis 365 auf die Geraden liefen. Das war uns dann ein bisschen zu extrem, weil da hätten wir über 60 km/h Unterschied zum GT gehabt. Und dann auf 340, was auch eher realistischer Wert ist, wie man gesehen hat, haben das runtergesetzt und ja. Aber wie gesagt, der Audi hat einen Vorteil aus der Kurve raus, ganz klar. Der Porsche ist dann Mitte und Ende der Geraden wieder auf. Und ja, der Rebellion ist so dieses etwas Unbekannte. Da wurde auch nochmal was geändert. Ich glaube, letzte Woche. Der war nämlich ein bisschen unterlegen. Und jetzt wurde auf jeden Fall irgendwas geändert. Ich weiß aber nicht was. Aber da müssen wir uns mal überraschen lassen, was der kann. Den kam man nämlich so bisher überhaupt nicht auf der Liste. Ja, dann schauen wir auf jeden Fall mal. Sonntag die Nase vorne haben wird und wie viel da auch vom Auto abgehangen hat eventuell. Ja, Marcel Offermanns weiterhin im Bild, irgendwie vorankommt, hat jetzt gerade noch jemand überrundet, habe ich gesehen, aber im Großen und Ganzen sieht das ganz so wieder. Aus, was er hier macht. Hier verwirrt mich jetzt etwas, ob der an, weiß ich, ob der jetzt 3 Sekunden dahinter ist, der nächste GT oder 11, immer statt der eben eine 11, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, 3 ist ein bisschen wenig, weil ich habe keinen anderen, jetzt sind es 37, naja, okay. Auf jeden Fall, die letzte Runde war eine 3,59, ja, unter 4 Minuten für Marcel Offermanns ist die schnellste jetzt gerade mit diesem Auto. Mhm. Ja, da kommen wir dann langsam mal an. Zeiten an, ich glaube, Rennzeiten sind unter 55, 53, weiß ich nicht. Kann aber auch ein bisschen höher sein oder auch eine 57. Oh, wow, oh, Dennis Kieseling, jetzt wechseln wir gerade das Auto. Da hat aber mal richtig den Anti-Cut mitgenommen. Das darf man natürlich nicht. Das hat das Auto natürlich auf komplett ausgehebelt in dem Moment. Ja, wir versuchen das jetzt mal eben ins Replay zu holen, sofern wir es sehen können. Ja. Ja, das ist ja aus. Nur noch 3 LMPs. Ja, jetzt haben wir hier gerade noch mal den Dennis im Bild. Ja, da ist er auch schon ein bisschen innen angefahren. Nee, er ist einfach viel zu schnell. Er hat den Innenkörper, darf er auch leicht berühren, das ist kein Thema. Aber er ist so schnell, dass er überhaupt nicht rumkommt auf den Handicap. Hier wird ihn natürlich komplett aus in dem Moment. Da kann er nichts mehr machen, außer die Mauer treffen. Na, ich mal, da ist jetzt auch wieder der Splitter vorne weg. Ja, könnte damit auch einen zusätzlichen Boxenstopp vertragen, wahrscheinlich diese Corvette hier von Vortex Motorsports in dem Fall.
Ja, gehe ich mal ganz stark davon aus. So, der Führende war nochmal in der Box. Die haben jetzt nochmal gewechselt auf den Adrian Subida. Ist das jetzt hier Duell oder ist es keins? Ah, der Edgar Ruiz in dem Fall überholt jetzt hier noch einige GTs. Ich glaube, das ist der LMP, der vorhin ganz früh im Rennen diesen Disconnect hatte. Oder quasi Disconnect, wo wir so viele Bilddrucker gesehen haben. Ah, das war dieser 1 ACO, ja, das könnte Ja, sein. ich glaube, der kämpft sich jetzt hier noch so ein bisschen durchs Feld. Aber ich glaube, das hier ist ein direkter Zweikampf zwischen den zwei GTs hier. Genau, Gilles Racing und dahinter, da müsste der OGC Aston Martin sein, der Ja, tiefgrüne. der Jari Stark ist da auf dem Auto. Genau, da schauen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal genauer hin. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal einen schönen Zweikampf ins Bild dann in der letzten halben Stunde. Ja, OGC, ich weiß nicht, wer regelmäßig ins Forum guckt, hat es ja wahrscheinlich gesehen, ne? Die sind ja von Anfang an quasi dabei, habe ich irgendwie gesehen, ne? Was Ich glaube, die hier sind Le Mans jedes angeht. Jahr. Ja, da waren auch jede Menge Bilder im Forum und ich glaube sogar ein Video von den Jungs. Und wenn man da mal schaut, wer und wann die schon überall mitgefahren sind, das ist wirklich, also da waren die hier mit am meisten am Start wahrscheinlich. Und jetzt hier Jari Stark auch auf der Überholspur und geht innen an dem, ja, an dem Raphael vorbei in dem Fall. Raphael Venteo. Aber da könnte eventuell noch ein Konter kommen. Ah, den gibt es auch. Oh, bisschen, ja, nicht zu weit rüber drücken. Na. Da ist natürlich auch schnell passiert. Ja klar, der wollte die Spalte auf die Ideale, das ist momentan nicht ganz so breit. Das drücke, ne? Ja, man muss sich auch natürlich immer vor Augen halten, die Jungs, die haben ja hier diese Cockpit-Sicht vorgegeben. Jetzt fahren wir hier mal ein Stückchen mit dem Jari mit, da kann man mal erahnen, wie Oh, wenig der ja. sieht. Und auch gerade jetzt, wenn der Wagen quasi direkt neben dir ist, du siehst ihn ja gar nicht. Ne? Nee. Nee, 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 der musste, also, ich sag mal so, der GT sieht noch relativ viel. Der LMP sieht nichts. Ja, beim LMP hast du vorne links und rechts halt diese Reifenabdeckung und du siehst nichts, siehst nur nach vorne. Dann könnte sie mit den Nagel mal kurz zeigen oder auf den LMP gehen. Ja, machen wir doch einfach mal hier den Erstplatzierten, nehmen wir direkt mal. Ja, Ja, da. gut. Wie gesagt, also nach der sieht einfach mal gar nichts nach links und rechts. Ja, rechts hat er eventuell ein bisschen, sieht er was, wenn da einer vorbeischießt. Ja, der einzige Vorteil, den er jetzt hat, ist, dass er die ganzen Einblendungen nicht im Bild hat. Ja, also er sieht schon noch ein bisschen mehr auf der linken Seite, Ja, aber das macht den ja. Unterschied jetzt nicht. Ja, kann man schon mal sagen. Ne, 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 und beim Audi, das hier ist jetzt ein. Was hört ihr hier? Ist, glaube ich, sogar einer, ne? Ja. Ja, es ist ein Audi. Beim Porsche ist es genau umgedreht. Wir sitzen nämlich auf der anderen Seite und sehen aber halt nach rechts nichts. Ja, lassen Sie mal, müssen wir mal zurückgehen hier auf den Jari und den Raphael. Vielleicht geht es da noch ein bisschen weiter, sobald wir wieder hier ein Bild haben und was machen dürfen. Ja, ich glaube, hier entspannen sie so ein bisschen das Ganze. Obwohl. Naja, sie ist auch entspannt, aber eben auch keiner Zweikampf eben zwischen Rudi De Witt und Rick Hesse. Oh, wir gehen wieder hier hin. Ja, die beiden weiterhin im Zweikampf, Raphael Ventillo und Jari Stark, werden sich noch nicht so ganz einig hier. Jetzt der Raphael wieder außenrum vorbei in der Oh, Schikane.
Boah, bekommt die aber gerade noch so, war schon sehr, sehr spät dran. Ja, mal schauen, ob es jetzt nochmal den Konter gibt. Boah, mit Sicherheit. Windschatten hat der Yari auf jeden Fall mehr als genug. Ja, und raus. Oh, Oh! nicht zu früh Oh! einstellen wieder. Das war jetzt Oje. aber mal ganz, ganz knapp. Da muss man Ja. immer aufpassen. Und auch jetzt wieder. Jetzt der, jetzt gibt's jetzt den Konter. Jetzt kam nämlich Rafa wesentlich schneller aus der Kurve raus. Ja. Ja, wir wissen leider nicht, wie es ausgegangen ist, weil wir ein Standbild haben. Deswegen sagen wir jetzt gerade nichts. Also. So, ah, er ist vorbei. Er ist wieder vorne. Ja, so viel, wie es dazu gekommen ist, wissen wir jetzt leider nicht. Wir können es uns natürlich schon irgendwo denken. Aber gut, wie gesagt, es sei uns echt verziehen, dass das hier heute Abend nicht ganz hundertprozentig rund läuft. Ja, da muss Lutz dann nochmal Da müssen wir schauen. nochmal Feinschliff Oh, betreiben. Treib drückt den hier nicht so weit raus. Oh, das. Jetzt Oh, wieder geht. der OGC wieder vorne. Also die Oh, beiden, die machen jetzt hier das richtig war Laune. mutig. Das war richtig mutig. Das schauen wir uns am besten auch nochmal aus der Perspektive an. Vom Moment, jetzt ist er schon Neunter mittlerweile, glaube ich. Jawohl. Yari, Die wollen dir die schauen wir mal ganzen hier. anderen. Ja, Ja. genau jetzt. Ach, jetzt haben wir hier eine schöne Perspektive. Wir sehen rechts eigentlich nichts von den anderen. Ach, da ist er Ja, schon längst vorbei. Ja, ja. der hatte dich viel früher gebremst, weil er auch so ein bisschen dahinter war. Da muss er auch einfach nachgeben, zu zweit geht. Jetzt gab es wieder einen Wechsel, gehen wir aufs Left-Bild. Oh, jetzt schon wieder zurückgewechselt. Yeah. Also, schöner Zweikampf hier. OGC gegen Gilles Racing in dem Fall. Es geht zwar noch um nichts, ja, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das Samstag, Sonntag genauso machen. Ja, also habe ich nichts dagegen. An unserem Schweigen merkt ihr jetzt wieder, dass es ein Standbild geworden ist. Ja. Ja, jetzt ist. Ah, ne, das war was anderes. Der Positionswechsel. Ja, die gehen jetzt an den ganzen LMPs vorbei, die natürlich schon seit Runden raus sind. Ja, ich denke mal, wir können uns auch wirklich jetzt hier auf die LMPs beschränken, auf die wenigen Zweikämpfe, die wir noch haben, denn ihr seht ja selber links in der Liste, ja, auch schon mal für das Wochenende dann die rot markierten, dann sind alles die LMPs und ihr seht, hier sind nicht mehr wirklich viele von da. Und alles, was grüne Startnummern hat, sind die GTs. Und ja, Rafael Venteo versucht jetzt, glaube ich, gleich nochmal sein Glück. Ja. Klassisch innen vorbei gebremst, aber auch wieder etwas spät gebremst. Kriegt die Kurve da Ja. gut. Ja, bekommt es, aber hat nicht den Schwung. Ja, und dadurch erübrigt sich vielleicht oder ergibt sich jetzt vielleicht auch gleich wieder die Konterchance. Ich habe ja Ja. den Verdacht, dass die beiden in diesem Race Report ja jedes Mal im Forum landet. Ja, da wollen die beiden die meisten Positionswechsel drinstehen haben. Genau deswegen machen die das jetzt. Ja, eigentlich wäre es schlau, wenn der Yari einfach mal. Ja. Keine gerade mal warte. Oh, jetzt ist das, wenn er jetzt versucht wird, spät. Uiuiui. Yeah, auf dem Nassen ist immer ganz gefährlich. Oh, jetzt geht der vorne aber ein bisschen sehr weit. Das ist wirklich schön anzuschauen und ich glaube, das verfolgt uns jetzt hier noch eine Weile. Ja. 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 Ja, ich hoffe wirklich, dass wir es bis Freitag in den Griff Oh! kriegen.
jetzt kommt das Bild wieder und dann haben die hier aber einen Mist gebaut anscheinend. Jetzt sitzt da. Oh, oh, die hängen da jetzt irgendwo auf dem Bürgersteig fest. Ich muss mal eben gucken. Jetzt hoffe ich mal, dass das Replay wenigstens funktioniert. Also über die Kuppe war doch alles gut. Und dann kommt irgendwann der Bremsboot. Und Yari kommt rüber. Ah. Der darf das, da darf da nicht auf keinen Fall rüberkommen. Ah. So. Ja. Und der Rest war dann gerade auch schon zu erkennen. Und da hinten ist dann auch irgendwo so eine Kante, wo die beiden dran hängen bleiben. Ja, da ist eine Riesenkante. Ah, ist das ärgerlich. Ja, schade drum jetzt um diesen wunderschönen Zweikampf hier. Und so wie es aussieht, der Raphael hat da auch einen etwas größeren Schaden davon getragen. Sucht jetzt hier irgendwie die grüne Spur. Ja, das ist jetzt erstmal der Raphael Jäger. Der hat natürlich mit der den Schlag auf die Achse vorne bekommen. Die wird komplett krumm sein. Wenn so wie er lenkt, um geradeaus zu fahren, ja. Ja, da ist nicht mehr wirklich viel dran an dem Auto jetzt gerade. Und jetzt mal höchstens schauen, ob es dem Yari ähnlich ergangen ist oder ob der wenigstens, na, der scheint noch relativ fit zu sein, der Wagen. Ja, ich glaube, der hatte Glück, der ist halt nicht auf diese Kante gefahren. Ja, wie gesagt, schade um den Zweikampf jetzt an der Stelle, aber wie der Jörg schon gesagt hat, also da war er jetzt doch, hat er nicht die Rundumsicht gehabt vielleicht, ist einfach zu früh rübergezogen dann in der Bremszone. Ja, eigentlich. Er muss ja eigentlich wissen, dass er da ist, denke ich. Ja, nicht. Und es ist auch eigentlich vollkommen unnötig, dass er da rüberzieht, weil eigentlich auch als GT kann man die Kurve innen anbremsen, dann geht mal 2-3 Meter früher auf die Bremse und lenkt ein bisschen stärker ein. Das ist ja nur so ein minimalster Knick. Ich weiß nicht, der GT, ob wie früh die bremsen. Wir bremsen exakt in dem Knick an. Ob die GT sind ein bisschen früher. Aber, naja. Ist halt momentan nur ein Testrennen. Nachher, 24er macht das nicht. Ich denke auch, ja. So, ja, der Raphael versucht sich jetzt noch in die Box zu schleppen, ist natürlich jetzt auch mehr Übung dann für den absoluten Notfall am Wochenende, denke ich mal, um zu schauen, komme ich denn noch in die Box, wenn der Wagen so ist, wie er ist. Ne? Muss man ja, so blöd das auch klingt, ne? Wenn man schon die Chance hat, sollte man das auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Ja, ja, vor allem sieht er auch dann, wie lange er steht. Ja. Ja, mal schauen. Denn wir wissen ja auch, da kann man noch so viel trainieren, am Ende so ganz ohne Zwischenfälle werden sie nicht alle um die Runden kommen. Irgendwo wird es öfters mal, oder es wird auf jeden Fall mal krachen. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drum rumreden. Zwischenfälle sind doch irgendwo vorprogrammiert. Ja, also es gibt nur zumindest 24 Stunden. Das ist, glaube ich, extremst die Ausnahme, dass man ohne einen Zwischenfall mal durchkommt. Ich meine, jetzt hier in der Faktor ist es ja noch, also der Faktor 2 ist ja noch ein bisschen extremer. Hier muss man sich nochmal drehen und kann gar nicht mal einen extra Stopp einlegen, weil ansonsten braucht man nicht weiterfahren, sonst schlägt das Lenkrad durch. Wegen den Bremsplatten. Aber naja. So, die letzte Viertelstunde bricht jetzt hier an bei diesem letzten Testrennen. Ja, an der Stelle sei jetzt auch nochmal gesagt, für den Fall, dass jetzt nochmal. Ja, jetzt warte ich eben das eine Standbild ab, bevor ich das sage. Ja, sonst hört man mich vielleicht gar nicht. Ach, ist das ärgerlich. Ich kann jetzt für mich auch nicht feststellen, ob da irgendwie eine Regelmäßigkeit drin ist, dass man sagen kann, hier, alle 5 Minuten habe ich jetzt hier so ein Standbild und sehe irgendwie gar nichts. Nö, keine Ahnung. Regelmäßigkeit gibt es einfach nicht. Ja, wenn es gleich weitergeht, dann führe ich noch weiter aus, aber so lange warte ich jetzt. Die Zeit nehmen wir uns, ja? So, was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, du lachst, ich weiß es wirklich nicht mehr. Egal, vielleicht kommt es ja gleich nochmal wieder. Genau, letzte Viertelstunde. Ja, und an der Stelle sei es jetzt nochmal gesagt, für die paar Zuschauer, die da sind und vielleicht später zugeschaltet haben, ja, die Standbilder, ja, das ist jetzt wirklich unsere Schuld, aber wir können aktuell nichts dran ändern. Auf irgendeine Art und Weise werden die hier gerade ein bisschen zu sehr ausgelastet am Rechner. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das bis zum Wochenende in den Griff kriegen dann fürs Hauptevent.
deswegen sei uns auch verziehen, wenn wir zwischendurch einfach mal schweigen, weil wenn wir nichts sehen, können wir nicht viel sagen. Der Jörg, der guckt jetzt hier gerade schon wieder wild in die Taskmanager. Er sieht da auf jeden Fall mehr als ich, so viel kann ich sagen. Ja. Auf jeden Fall ordentlich was los in dem Taskmanager. Ja. Ah, jetzt bleibt sie mir wieder hängen hier. Ja. Mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Ja. Ja, dann können sie irgendwie testen. Ja. Ja, müssen wir die Chance jetzt nutzen, ist ja auch klar. Wenn es jetzt nicht hundertprozentig läuft, dass wir da ein bisschen dann rumfummeln müssen. Ja, hat nichts gebracht. Gut, ansonsten müssen wir halt wirklich schauen, dass wir es bis Freitag hinkriegen. Ich denke mal, es hat ja schon mal funktioniert. Ja, wer weiß, was jetzt hier alles mit reinspielt, dass es eben gerade nicht so ganz klappt. Aber so sei es dann. Ja, ich schau mal, ob ich was finde hier. Genau, schalt mal ein bisschen wild durch. Ich überlege jetzt gerade noch, was wir die letzten 12 Minuten erzählen können. Ja, jetzt hängt es, glaube ich, gerade wieder komplett. Also, ne, ich wiederhole mich da jetzt zwar, aber das ist auch für uns heute ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, mit den Standbildern. Und ich kann euch da auch durchaus verstehen, falls ihr jetzt irgendwann sagen solltet, okay, ich habe jetzt genug davon. Ich weiß gar nicht, ob man uns jetzt überhaupt auch hört, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe den Stream hier nebenbei an. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Mir fehlt da der Offermanns gerade. Dann haben wir aber auch schon eine Weile nicht im Bild gehabt. Ja, es wird eineinhalb Minuten rück. Ja. Ja, hier steht bei mir jetzt was von 18 Minuten Rest, deswegen. Bei mir ist es 13 Minuten. Ja, 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 gut. Wie auch immer. Ja, gut. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt mal die Chance, jetzt wo das Bild einigermaßen flüssig läuft für den Moment. Ja, wir verweisen jetzt an der Stelle mal auf das kommende Wochenende. Ich hoffe mal, das hört man jetzt noch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann muss man es irgendwo anders noch hinbringen. Auf jeden Fall Freitagabend, Qualifikation zu den 24 Stunden della Saat, ja, die 10. Ausgabe, ganz wichtiges Ereignis hier. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann dabei seid und uns hier so lange wie möglich zuschaut. Ja, wir sind dann in erster Linie Lutz Enger und meine Wenigkeit im deutschen Part. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, inwieweit da auch vielleicht Abschnitte auf, ich sag immer, auf ausländisch geplant sind. Ja, ich habe da was gelesen von Spaniern und eventuell englischen Anteilen im Livestream. Ja, und wie gesagt, Samstagnachmittag geht es dann hier los mit den 24 Stunden. Schreibt euch das auf, guckt ins Forum, ja, ist nicht mehr lange hin. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe mal, dass die Technik dann besser funktioniert als heute Abend.
Ich würde sagen, wir nutzen jetzt gleich die Chance und brechen die Sache hier ab. Sind nur noch 10 Minuten, ich weiß, aber erstmal ist die Liste schon ziemlich kurz geworden und ich denke mal, hier mit den Standbildern hat ja keiner Spaß dran. Ich weiß im Moment nicht mal, ob man uns hört oder sieht. Deswegen, Jörg, ich denke mal, wir machen jetzt hier Schluss bei nächster Gelegenheit und Ja. verweisen dann auf den Freitag. Ist, glaube ich, das Gesündeste jetzt. Würde ich auch mal sagen, ja, wir haben, ich komme hier kein Auto mehr durchgewechselt. Okay, also, falls man uns gehört hat, wir machen jetzt hier Schluss. Ansonsten ist jetzt gleich das Bild schwarz und dann eben ohne die Info, ja? Müsst ihr auch mitleben. Also, bis Freitag. Bis dann.